Dämonenbeschwörung, keine Ahnung, what? Oh oh. Oh, es sind Mutanten. Ich muss hier aus meinen Sachen das meiste rausholen. Also, wenn das Mutanten sind, lass mal den Extraschutz gegen Mutanten. Codsworth, geh auch schön in den Schleichmodus. Können Roboter eigentlich überhaupt schleichen? Oder wenn ich Codsworth hier dabei habe, dann bin ich bis in alle Ewigkeit dazu verdammt, niemals schleichen zu können. Sagen, wenn ich schon mal hier bin. Wie seine Minigun hochgeflogen ist. Nice. Ich muss das öfter machen. Das ist spaßig. Ich mag kritische Angriffe. Jetzt fange ich ja an, schon so rumzuschleichen wie mein Bogenschütze in Oblivion. Was, du willst mein Fleisch fressen? Bitte nein. Nein. Voll am Kopf vorbei. Und voll in den Kopf rein. So, okay. Ein bisschen normal rumlaufen. Ich versuche das so ein bisschen abzuwechseln, ne? Ein bisschen schleichen, ab und zu ein bisschen normal rumlaufen. So wie es uns gerade am besten passt. Das finde ich nämlich auch selbst am spannendsten. Wenn ich nicht die ganze Zeit in einen Stil reingezwängt werde. Oh, guck mal hier. Brustkorb und Wirbelsäule, was? Ich kann ihm seine Wirbelsäule rausluten? Okay. What the fuck? Pfeffermühle brauche ich. Salzstreuer brauche ich aber nicht. Auch interessant. Die Pfeffermühle brauche ich, aber den Salzstreuer nicht. Ich frage mich, was da drin war. Die Minigun nehme ich garantiert nicht mit. Aufgepasst. Ich höre auf. Codsworth, es tut mir echt leid, dass du quasi mittlerweile zu meinem Schrottsammler geworden bist, aber ich habe nicht viel andere Wahl, musst du wissen. Perfekt. 5% Schaden gegen Supermutanten, das ist wirklich perfekt. Perfekt. Sehr gut, siehst du mal hier. Mein Leonardo weiß Bescheid. Blutkäferrüssel, nope. Oh, was haben wir denn hier? Guck mal. Überfälliges Buch. Diese überfälligen Bücher sind auch irgendwelche besonderen Teile. Ah, okay, nein, nein. Es gibt hier noch mehr. Es geht noch in den oberen Stock weg. Ich wollte gerade sagen, ach, das führt wieder in den gleichen Raum. Aber hier nach oben führt es auch nochmal woanders hin. Oh, nein, den Kürbis wollte ich nicht mitnehmen. Mist. Deswegen essen wir einfach mal kurz einen kompletten Kürbis. Ich habe auch gesehen, ich kann sowas ähnliches wie eine Laserschrotflinte machen, glaube ich. Codsworth, du musst jetzt sofort herkommen. Ich kann so die Laser-Dinger so ein bisschen aufteilen, diesen Laserschuss. Und das würde ich, glaube ich, sehr gerne mal machen. So als Waffenerweiterung, ne? Dann wird zwar die Präzision, die lässt ordentlich nach, aber der Schaden geht hoch. Professionelle Bühnenanlage verfügen. Vielleicht wollte der Chor zu den Festtagen etwas ganz Besonderes aufführen. Möglich wär's. Ich glaube, die haben nicht mehr sehr viel zu melden, was das angeht. Festtage und so weiter. Ich glaube, die Maschinenpistole lege ich erstmal wieder ab. Das klingt vor allem so selten für mich, weil ich bisher einfach noch nie sehr selten irgendwelche automatisch schießenden Knarren gefunden habe, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen Einzelschuss-Pistolettas. Was ist? Du kannst mich nicht verarschen. Guck mal hier.
Drogen. Ach so. Ich wundere mich, da ist doch eine Lücke. Ich sehe das ganz genau. Scheiß auf die Lücke, durch die ich looten kann. Nehmen wir doch einfach mal die Tür. Geschafft. Vor allem, das gibt Erfahrungspunkte und ich bin heiß auf Munition. Auf Munition bin ich immer heiß, ehrlich gesagt. Nice. Paar Granaten, bisschen Munition. Irgendwelche Supermutanten-Wickel. Was das wohl ist? Gibt an jeder Stelle irgendwas einzusammeln. Müssen wir aufhören, sowas wie die Yum-Yums einzusammeln. Ich war gerade ein bisschen spontan mitgenommen. Environmental Storytelling. Da liegt das Pärchen in der Ecke. Er hat noch seine Hand auf ihrem Oberschenkel gehabt. Sie schon den Kopf auf ihn gelehnt. Auf seiner Schulter. Und hat versucht, gemeinsam haben sie versucht, irgendwie die Situation zu überstehen, aber es hat einfach nicht geklappt. Die Supermutanten oder die Explosion haben sie dahin gerafft. Die Explosion glaube ich nicht, das wäre schon ein bisschen zu lange her, dann wären sie schon definitiv komplett weg. Okay. Haben wir hier unten noch irgendwas? Komm ich einfach so in eine Kirche rein? Und sehe noch ein riesiges Stockwerk hier. What the fuck? Diese Kinderkrippe sieht für die Zeit recht gepflegt aus. Es gibt also noch Hoffnung für die Kleinen, nicht wahr? Bitte entschuldigen Sie, Sir. Das war sehr unpassend. Mensch, Cotsworth! Aufgepasst. Sir! Sehr gut. Konnte ich so einiges an Loot mir nochmal zusammenstellen. Das ist doch auch mal was. Eine kleine Kirche auf dem Weg zu Valentine. Oh, Valentine. Hubris Comics? Nein. Aber es ist nicht mehr allzu weit dorthin. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Bin ich direkt wieder hinter der Kirche rausgekommen oder bin ich wo ganz anders rausgekommen? Public Garden. Der Schwanenboote sind sogar noch hinter. Kann man damit fahren? Swans Teich. Oh, 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 oh. Oh, guck mal hier. Story. Oder Nebenquest, wer weiß. Langsam wird es lächerlich. Ich meine es ernst. Die Zusammenlegung des Common und Public Garden war bitter genug. Aber ich habe es akzeptiert. Was soll ich auch tun? Gegen die paar Unternehmer kämpfen? Aber der Schwanenteich ist jetzt viel zu klein. Die Boote zusammen. What the fuck is going on? Wir haben sogar Paprika und Gurken. Und Pendler steht enttäuscht dagegen rum. What? Swan? Was ist das denn für ein Vieh? Und warum hat es so viel Leben? Shit. Oh Gott, wo sind... Warum? Ich stehe hier rum und boxe in die Luft. Wieso habe ich meine Splittergranaten nicht ausgerüstet? Fuck! Fuck. Es ist zu schnell, es ist zu schnell, es ist zu schnell. Ich sehe nichts. Fuck! Fuck! Ja! Werf doch die Granate, Mann! Oh! Oh Gott! Ich war verwirrt! Oh Gott! Oh nein! Wieso habe ich nicht nachgeladen vorhin? Fuck! Ruhe!
Okay, Nahkampf ist eine dumme Idee. Oh, beide Beine verknüppelt. Das war's. Ich komme nicht weg. Ich bin zu langsam. Okay, schnell weg und drin heile ich mich nochmal voll und dann gebe ich ihm gleich nochmal wieder. Das ist ja, mit verkrüppelten Beinen komme ich nirgendwo hin, da kann ich auch nicht mal mehr weglaufen und gar nichts. Aber was war mit meiner Laserwaffe los? Ich habe gesehen, wie ich nachgeladen habe, aber irgendwie habe ich überhaupt nicht nachgeladen. Oh! Kackvieh. Warte, wer immer auch da unten ist, warte kurz, ich bin gleich wieder da. Ich muss mich kurz um diesen Drecksack da oben kümmern. Der wahrscheinlich noch fröhlich vor dem Eingang hier campt? So schnell weg? Warte, lass mal speichern. Kommt der immer da in der Mitte vom See raus? Das da ist der, oder? Oh ja, er hat wieder volles Leben. Okay. Okay, vergiss es. Ich glaube, da setze ich mich erstmal jetzt gar nicht mehr ran an den Kampf mit ihm. Weil ich habe mir erstmal gedacht, okay, ich könnte es jetzt nochmal gegen ihn versuchen, aber ich habe vorhin so viel Munition verschwendet mit der Laserknarre. Ich probiere es erst wieder gegen ihn, wenn ich mehr als genug Munition habe und dann in aller Ruhe mit Minen, mit Granaten nochmal an ihn rangehen kann. Aber bevor ich jetzt schon wieder abgelenkt werde... Ich nehme jetzt tatsächlich schon über eine Stunde auf und ich habe erst geschafft, einfach in Diamond City reinzukommen. Machen wir die Hauptstory weiter. Es ist wie eine Sucht. Ich sehe irgendwas, ich sehe ein Gebäude, ich will rein, ich will alles looten. Ich sehe irgendeinen herausfordernden Gegner, ich will hinlaufen, ich will ihn erledigen. So schön viele Sachen. Und ja, das Abgelenktwerden... Nein. Das Abgelenktwerden gehört dazu. Wenn das Spiel gut ist, merkst du, dass du oft abgelenkt wirst. Die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Was zum... Zerplatzt. Kaputt. Interessant. Schade, ich hatte gehofft, ich kann ihn durch das Glas treffen. Ich höre nur die Säge. War wohl nichts, sagt Cotsworth. Ach ja, Cotsworth ist schon eine geile Sau. Strecke niemals deinen Kopf heraus, wenn jemand mit dem Sniper herumläuft. Wie er ganz gemütlich zu dem Typen dahin fliebt. Fliebt. Hinfliegt. Lalalala. Zack. Bam. Tot. War wohl nichts. Nein, jetzt ist da nichts mehr. Oh, warte. U-Bahn-Marke natürlich mitnehmen. Wir wollen alles hier der Regel nachmachen, ne? So. Es werden keine weiteren Fahrkarten verkauft. Dann halt nett. Oh. 99 plus H-Klammern übrig, nice. Ich habe in dieser Kirche, wo ich war, richtig, richtig viele so H-Klammer-Boxen gefunden und alles. Hat sich gelohnt. Sehr gut, das war einiges an Loot. Ich muss die ganze Zeit irgendwelche... Vor allem, weil ich sammle die ganze Zeit so Schrott ein für Keramik und so weiter. Keramik brauche ich nämlich auch. Falls ihr das noch nicht wusstet. Jeder braucht Keramik. Jeder braucht ein bisschen Keramik im Leben. Nein, damit meine ich nicht meinen Gebissersatz, sondern tatsächlich eine Tasse zum Beispiel. So eine Tasse, das ist ja schon was Feines. Cotsworth, kommst du bitte mal kurz zurück? Ich muss meinen Schrott in dich integrieren. Hey. Ich sehe es schon kommen. Ich werde wahrscheinlich tatsächlich meinen ersten
Skillpunkt seit langer, langer Zeit. Oh, das ist eine ganz gute Maschinenpistole. Ich trage nur zu viel. Meinen ersten Skillpunkt tatsächlich in mehr Tragen reinsetzen. Goddammit. Aber nicht, bevor ich nicht in jedes Ausrüstungsteil von mir die Erweiterung reingemacht habe, Taschen, damit ich einfach so mehr tragen kann. Warte, warte, warte. Ich habe irgendwas Interessantes gefunden. Erstmal, ich muss mehrere Sachen. Ich habe mein ganzes, meine ganzen schön gekochten Sachen vorhin bei dem fetten Vieh da draußen verbraucht. Mist! Ich hatte so schön viel Fleisch von Hunden. 69 Stimpaks! Oh yeah! Aber ich habe noch ein paar gegrillte Red-Kakerlaken. Sehr gut, das können wir machen. Ach, das Ding, was ich Schulter genannt habe, habe ich auf dem Brustpanzer. Ich habe mich gewundert, wie das Ding aussieht. Warte, kann ich euch das zeigen? Ja genau, ich hatte das irgendwann mal gefunden und es wird so gezeigt, es sieht aus hier wie so eine Schulterrüstung. Das ist mein Brustpanzer. Ach so, 19 Schutz und 11 Energieschutz und hier habe ich 9, 17, 15er. Bei dem anderen habe ich noch 5 AP. Also andere lohnt sich mehr, wenn ich mehr Vats benutzen würde. Muss ich mal anfangen, mehr Vats zu benutzen, ist ja klar. Guck mal. Quantum, hallo. Und Cola Cherry. Ich mag die Cherry Coke. Apropos, ich muss mal wiederholen gehen. Was ist denn da los? Da unten soll ich lang. Okay, Moment kurz. Mache mal gleich. Ich gucke noch kurz. Hier oben war nämlich noch ein anderer Weg. Hier ist nämlich an wieder einfach nur gammliger Kram. Ja. Schimmliges Essen. Vielleicht hier für... Für Close Quarters, so ein Diesel. Schrotflinte. Ihr hockt bestimmt alle auf einem anderen Klo, kann das sein? Hier ist überhaupt nicht, ja. Was zum... Ach, unter mir sind die ganzen Leute, die ich gerade entdecke. Interessant. Ich wollte gerade sagen, knutschen hier gerade zwei auf dem Klo herum? Oh, niemand? Mann. Jesus. Haben die ernsthaft eine, bei einem Klo eine Falle hier aufgestellt? Interessant. War wohl doch nichts. Oh doch, das war was. Ich bin gleich bei euch, dann könnt ihr euch gerne bestätigen. So, Bunsenstativ, sehr gut. Ist das eine Falle? Tatsächlich. Wunder mich schon, was leuchtet mich denn so auf der Wand an? Oh ja, das ist aber wie aber Schneipermäßiges. Guck dir mal an, wie viel da unten unterwegs ist. Zack, einer ist weg. Oh, und einem habe ich ein Ohr abgeschossen. Sogar mit Level Up, guck mal. Okay, Schuss in die Brust hat nicht ganz gereicht, um ihn zu töten. Aber der Schaden war nicht schlecht. Ich brauche deinen Kopf nur ganz kurz. Guck. Guckst du hier, guckst du da. Wo bist du? Der Zoom war zu stark. Mauskopf, komm schon. Ich ziele die ganze Zeit auf Cotsworth. Geh weg, Cotsworth. Na, ein bisschen davon noch hier. Bissel Staub, das Öl in Wallung. Jawohl, mein Freund. Ich mag es, wie wir alles direkt am Eingang da erledigt haben. Sehr gut. Das ging besser als erwartet. Aber alles so Gangster. Guck mal, alle haben hier, das erinnert mich an meinen wunderbaren Hut. Passt auch absolut zu meinem Army-Outfit derzeit. Warte, hat meine Militäruniform, die ich anhabe, überhaupt irgendeinen Zweck? Ah ja, Beweglichkeit 2 und Schadensresistenz 5. Ein bisschen was bringt es dann tatsächlich. Nur wie viel es tatsächlich bringt, während ich rumlaufe. Beweglichkeit. Na gut, Beweglichkeit bringt mir mehr Aktionspunkte, also. Bisschen was an Nutzen ist da wohl doch da. Was ist hier schon wieder los? Okay, ich glaube, das wird wohl das gleiche sein wie vorhin an dem Ding, das wir waren. Es waren die gleichen Optionen.
Ich suche eigentlich nur danach, um irgendwas euch hier schön zu hacken. Wenn man das gebrauchen kann, fresse ich einen Besen. Als Maul, das ist ein Teddybär. Das ist, um mein Schornmangel auszugleichen. Ist ja klar. Ja. Und ich habe schon Verrückteres als ein Teddy eingesammelt, okay? Fresse ich einen Besen. Hallo? Oh, Jesus, ich habe auch Gefühle. Oh, da. Da war die Schnur, wo ich drüber gelaufen bin. Schon wieder ein Expertenschloss. So viele Expertensachen. Das gefällt mir sehr. Nee, nicht das Wasser. Der mit... So, dann. Ich habe ja einen Skillpunkt bekommen. Lass uns gleich mal gucken, kurz. Ich habe hier, das macht 36 Schaden. Okay, das ist nicht so viel. Aber lass mal am Scharfschützengewehr gucken. Und zwar am normalen Scharfschützengewehr. 77 Schaden macht das Ding, ja? So. 77 Schaden. Das hier wollte ich. Gewehrschütze. Nicht automatische Gewehre. 40% mehr Schaden. Und mittlerweile, guck mal, der letzte Rang. Ah ne, okay. Der Rang hat mich ja auch schon 15% Rüstungswerk ignorieren gebracht. Der hier, den ich jetzt nehmen kann, bringt mir das auch. Und beim nächsten Rang 25% Rüstungswerk ignorieren. Nur der allererste Rang hatte sowas nicht. Und danach sogar noch erhöhte Chance auf Verkrüppelung. Nice. Erstmal aber das hier. Oh ja. 20% mehr Schaden. Und ich bin von 77 auf 88 hoch. Sehr, sehr gut. Mein Kampfgewehr ist sogar auf 78. Geil. Mein Kampfgewehr macht mittlerweile so viel Schaden wie davor mein Sniper. Cotsworth, solange du mein Zeug trägst, kannst du immer mir zu Diensten sein. Aber gerne doch. So, hier war nix. Dann würde ich sagen, ohne dass ich jetzt irgendwie jeden einzelnen Zentimeter nochmal durchsuche, sag mir bloß nicht, dass es hier irgendwo dann ein Bobblehead oder so gegeben hat. Sag mir das bloß nicht. Hey Stone! Ja? Da hinten hat es ein Bobblehead gegeben! Dammit! Oh, ich habe nicht mal eine lokale Karte. Ich finde in letzter Zeit so viele Nuka-Cola-Quantums. Ich habe bisher mich immer davor gehütet, sie ablegen zu gehen, weil sie sind so wertvoll, ich muss sie die ganze Zeit mit mir rumtragen. Genau wie diese Blechdosen, ich brauche alles, alles ist nützlich. Ich bin kein Messi, ich brauche den Kram. Ach, renne mal einfach rein. Vielleicht war das im Nachhinein betrachtet doch nicht so eine gute Idee. Zu wild gesprungen! Oh, da ist doch einer! Voll daneben! Ich muss mich... Warte, das Lasergewehr, was ich habe, das zählt aber auch trotzdem als ganz normale... Genau, 41. Vorher war 36 Schaden. Genau, auch als Einzelschusswaffe. Sehr gut. Ich muss mich vor allem dran gewöhnen, öfter und schneller zu schießen, so wie ich es gerade eben gemacht habe. Weil ich war es bisher immer gewöhnt gewesen... Ich weiß gar nicht mal woher, aus Fallout 3 oder so, keine Ahnung. Nur ein oder zwei Schüsse abzugeben Richtung Kopf und dann war die Sache erledigt. Und ich bin's nicht gewohnt zu Kliege die Kliege und dann die alle aufzureißen. Kein Wunder, dass der Typ noch nicht rausgekommen ist. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen hier. Das Licht blendet mich ein bisschen. Erst wenn man durch das Licht durchgeht, sieht man, dass es ein Vault ist. The fuck? Mein erster Vault, außer mein Start-Vault. Aber ja, kein Wunder, dass er schon längere Zeit hier unten verschwunden ist. Entweder er wird da drinnen gefangen gehalten oder er hat irgendwelche mega interessanten Sachen gefunden. Ich denke nicht... Warte, dieser eine Raum präsentiert sich hier noch so schön. Ich denke nicht, dass es irgendwelche anderen Vaults hier geben wird, die auch genauso wie bei mir damals eingefroren haben, ihre Leute. I don't think so. Ach, guck mal, Back Bay. Warte, geh mal, lass mal kurz rausgehen, um den Reisepunkt zu holen. Eventuell gibt's da ja nochmal extra einen. Es hätte einen, wie immer, einen Hintereingang gegeben, wo ich nur innerhalb von ein, zwei Minuten dort angekommen wäre. Dammit! Immer diese Hintereingänge. Wieso werdet ihr mir nie empfohlen? Tatsächlich, guck mal. Der Eingang heißt sogar Vault.
Interessant. Oh wow, guck dir mal an, was für ein Clusterfuck an Zeug hier ist. Swan's Teich, gar nicht mal so weit entfernt. Okay, ich werde wieder zurückkommen und dieses Kack-Swan-Irgendwas-Vieh töten. Darauf kannst du Gift nehmen. Vielleicht auch mit einem Power-Armor. Vielleicht auch einfach nur ein bisschen mehr vorbereiten und zum Beispiel ein paar mehr Minen hinlegen. Mit ein bisschen mehr Planung sollte das, denke ich, ganz gut funktionieren. Aber erstmal bin ich heiß hier auf diese Geschichte. Was ist hier los? Mach uff! Stickes Rhein, ja. Remote Access. Drück den Knopf!